Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ja, seit der letzten Aufnahme sind mehrere Tage vergangen. Einmal aus dem Grund, weil ich krank war. Immer noch ein bisschen, das wird man auch ein bisschen in der Aufnahme noch hören. Und ja, Omsi hat es wieder total gefreckt. Die letzte Aufnahme war unmöglich rauszugeben, weil das Videomaterial nicht geschlossen wurde. Das bedeutet sozusagen, die Datei war zwar da, aber konnte nicht zum Ende ausgelesen werden und deswegen verweigerten alle Schnittprogramme diese Datei und es ging irgendwie gar nichts. Ja, ich nehme jetzt wieder auf. Gestern kam kein Video, weil ich halt krank war. Das tut mir auch noch leid. Ich hatte eigentlich vor, einen Livestream zu machen, aber irgendwie keine Zeit dazu gefunden. Ja, und deswegen, ich habe alles rekreiert. Wir fahren genau die gleiche Strecke wie beim letzten Mal in Richtung SAM. Ich weiß nicht, ob ich in der letzten... Stelle Friedrichstraße. Ich kann mich nicht dran erinnern, ob ich es in der letzten Episode hier vor noch gesagt habe. Ich glaube aber nicht. Weil das schöne Rätsel ist ja noch immer, was zur Hölle ist SAM? Und das Rätsel lasse ich jetzt einfach mal offen. Ja, mir ist mittlerweile wieder eingefallen. Ich hatte die ganze Folge ja schon aufgenommen. Aber, tja, was wir mal machen, Omsi halt und Fraps. Die beiden besten Programme, die sich am meisten lieben. Naja, was sich neckt, das liebt sich, ne? So, jetzt fahren wir hier ganz stur. Warum fahre ich hier lang? Keine Ahnung, frag mich nicht. Wahrscheinlich, weil ich es kann. So, hier müssen wir ein bisschen was aufpassen. Vor allem, dass von hinten keiner kommt. Okay. So, Pseudo-Navi und alles ist an. Ich habe inzwischen eine neue Map installiert, habe dann aber herausgefunden, dass sie erstens total instabil läuft. Die habe ich versucht auch aufzunehmen, aber nee. Von 20 Minuten Aufnahme waren 5 Minuten Gameplay dabei. Da habe ich mir dann gedacht, ja komm, lässt du die eine Folge mal weg. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. Dafür kriegt ihr heute eine halbe Stunde Omsi reingedrückt. Ja, gut, wir fahren ja immer noch hier in Sittingen. Wie gesagt, neue Maps kommen bald. Wenn ihr irgendwelche Maps habt, die ich unbedingt mal spielen soll, schreibt es in den Kommentaren. Ich werde alles Mögliche ausprobieren. So, keiner will einsteigen. Ich kann mir auch noch meine Kommandozentrale oben aufrufen. Nächste Haltestelle, Stadtbücherei Motstadt. Und ich habe auch mal verschiedene Systeme drüber laufen lassen und der Rechner läuft jetzt bedeutend stabiler. Keine Ahnung warum, aber jetzt läuft Omsi wieder mit 30 Frames mit Fraps. Ich bekomme ja bald meinen neuen. Lang ist es nicht mehr. Jo, hier ist diese eklige Kurve. Meine Maustasten funktionieren jetzt auch wieder, dass ich hier so mit dem Mausrad hin und her klickern kann. Ich finde das irgendwie angenehmer als mit den Maustasten. Jetzt machen wir hier mal alles auf und stellen vor allen Dingen mal eine Minute vor, dass wir wieder genau pünktlich sind. Ich hoffe mal, dass Leute auch noch rein wollen und dass ich nicht jetzt irgendwie falsch fahre. So, ich muss mal gerade husten. So, gerade mal die Lunge aus dem Brustkasten geholt. Ah, lecker. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen krank. Und ich beschränke mich heute wahrscheinlich auch auf 2 Episoden aufnehmen. Muss ich mal gucken, wie es läuft. Naja. Okay. Ja, Omsi läuft ja auf jeden Fall ab sofort immer weiter. Das ist das Let's Play, was auf meinem Kanal wahrscheinlich nie aufhören wird. Ja. Bin mal gespannt, ob irgendwann Omsi 3 rauskommt, ne? Ich find's schon interessant. So. Mal noch. Boah, ich muss die ganze Zeit hier rumhusten. Okay. Ja. Dann einige Änderungen. Mittwochs, das Video ist jetzt seit 2 Tagen raus, das MoonQuest-Video. Ich hatte mir eigentlich mehr erhofft, dass er bis jetzt 3 Aufrufe. Da hatte ich halt gedacht, da würden ein paar mehr Leute das gucken wollen, was aber überhaupt gar nicht der Fall ist. Was ich ein bisschen schade finde. Ich weiß noch nicht, ob ich es weitermachen soll. Was? Irgendwas stimmt hier nicht. Es will keiner rein? Muss ich nochmal nachschildern oder was? Irgendwas stimmt nicht. Ganz komisch. Es will irgendwie keiner rein. Naja.
Nächste Haltestelle, Bad Berleburger Allee. Ja, das mit dem Moonquest-Video scheint nicht ganz so zu laufen. Dann muss ich mir was anderes mittwochs aussuchen. Weil ich möchte nicht nur um sie auf dem Kanal laufen lassen. Ja, und am Wochenende kommt dann ein editiertes irgendwie Trash-Video, was irgendeinen Blödsinn macht. Ich habe schon ein Thema rausgesucht, das muss ich morgen noch aufnehmen. Werdet ihr dann sehen. Lasse ich auch noch als Rätsel offen. Ja, ist auch ein Simulator. Wird bestimmt lustig. So, mal gucken, ob wir jetzt hier die Kurve kommen. Nach Schulzentrum, nach SAM. So, hoffentlich wollen hier jetzt mal. Ah, okay, alles stimmt. Mal einer raus. Ich mache hinten mit auf. Keiner mehr? Ja, gut, ist ja auch schon relativ spät abends. Abends. Okay. Dann. Hier weiter im Plan. Ich muss noch drücken. Nächste Haltestelle, Motstadt Schulzentrum. Genau. Ich habe jetzt mal die Sensitivität meiner Maus was höher gestellt. Das ist gerade was angenehmer. Weil ich habe mich momentan irgendwie zum Bewegungslegastheniker entwickelt. Weil ich bin momentan, es ist 8 Uhr abends und ich bin so am Arsch. Ich muss gleich noch editieren, rendern, hochladen. Nee. Eigentlich keine Lust dazu, aber für euch mache ich das ja gerne. Macht mir ja auch Spaß, das alles. Jo, deswegen fahren wir ja auch wie ein Rümpel. Weil ich Spaß dran habe. So, irgendeiner will raus. Dann machen wir Hallo. die Tür natürlich auch noch auf. So. Und weiter geht's, würde ich mal sagen. Bim. Nächste Haltestelle, Siegener Straße. So, und oben links in der Ecke sieht man, er lädt nach ohne Ende. Path-Segmente werden aktualisiert. Und ich habe in den Kommentaren einen schönen Kommentar gelesen, der heißt, oder der geht ungefähr so nach dem Motto: Du Boston, es heißt nicht Chunks, es heißt Kacheln. Ja, mein Fehler, Entschuldigung. Ja, es heißt Kacheln und nicht Chunks. Chunks ist Minecraft. Naja, ist nun mal so, ne? So, jetzt kommen wir hier an ein Shopping Center. Ach du Kacke, der schwimmt aber gerade auf dem Asphalt. Warte mal, Siegener Straße kann nicht sein. Da passt es. Nächste Haltestelle, Strandbad Rotstadt. Genau da sind wir gerade und das ist diese hässliche Kurve, die man mit dem Gelenkbus nicht so gut fahren kann. Weil man immer außen aneckt. Zumindest, ja, siehst du, die Kurve ist enger, als der Bus fahren kann. Und manchmal fährt man dann rechts irgendwie drauf und eine Sekunde. Scheiß um die Einstellungen, die sich immer zurückstellen. Ja, Klappe zu. Da haben wir nämlich auch die Verkehrspoller. Die fehlt mir so ein bisschen. Hallo. Weil immer wenn um sie nicht funktioniert, muss ich das mit Steam überprüfen lassen. Und wenn ich das dann überprüfen lasse, dann lädt er die Einstellungen neu runter, weil er es aus irgendeinem Grund nicht auslesen kann. Oh, hinten will noch einer raus. Aber Kerne. So, weiter geht's. Ja, und dann stellen sich immer die Einstellungen zu. Und dann muss ich die immer vor jeder Aufnahme neu einstellen. Naja. Und dann werden halt so Poller hier an der Seite nicht geladen. Und wenn man dann voll dagegen fährt, dann wundert sich mich immer, warum zur Hölle kann man da nicht durch? Und in Wirklichkeit sind die Poller nur sichtbar. Naja. So. Mir ist auch aufgefallen, ich sag viel zu oft so. So. Okay. Dann können wir jetzt hier rechts abbiegen. Fuck, viel zu spät, viel zu spät, viel zu spät.
Okay, einmal rücksetzen hier. Fuck, war der schlecht. Okay. Fahr einfach, Bus. Fahr einfach. Bevor du jetzt hier komplett ausrastest. Typisch Omsi. So, jetzt sollten wir es aber... Mistrex Koggi. Jetzt lief es gerade so gut. Ah. Wo hängt denn der? Der ist einfach nur so ultra lang, der Bus. Das ist das Problem. Ja, dann steigt doch aus, ihr Pussys. So, jetzt hier ecke ich normalerweise links an den Pfahl an. Hallo. So, einmal alle raus. Ist auch gut so. Okay. Ich muss das angewöhnen, mit dem Finger jetzt die Kamera umzuschalten, sonst mache ich das nur noch mit den Pfeiltasten. Dafür sind diese Mausrad-Links-Rechts-Klicker ja da. So, die 56 fährt geradeaus. Nächste Haltestelle: Shopping Area Mondstadt. Das ist SAM. Meine Damen und Herren, das Rätsel SAM ist damit geklärt. Jo. Dawn. Hier rechts in die Haltebucht. Hier sieht man auch schön, dass noch Potenzial für diese Map da ist, dass hier noch mehrere Busbahnhöfe oder Busstationen sind. Und ich hoffe, dass das Ding auch noch größer wird. Ich hoffe es. So, alles okay, außer am Wirsenplatz bin ich viel zu früh vorbeigefahren. Das war aber, als ich das hier noch vorbereitet habe. Ich wollte das ja für die Aufnahme so wie beim letzten Mal weiterführen, dass das nicht stört. So, und hinten die Leute wollen auch noch raus. Bitteschön, meine Damen und Herren, bitteschön. So, ich überlege gerade, fahren wir zurück oder machen wir was anderes? Ich guck mal gerade, was es noch für Fahrpläne gibt. Sittingen. Schule und Ferien. Fangen wir mal vorne an. Leerfahrt zum ZOB. SAM vom ZOB in Richtung SAM, von SAB in Richtung Sittingen ZOB. Wir könnten vom ZOB Sittingen zur St. Marienkirche fahren. Stadtmitte. Machen wir das? Machen wir das. Anfang ZOB Sittingen. Dann porten wir uns da mal gerade hin. ZOB Sittingen und ich hoffe nicht, dass Omsi jetzt abschmiert. Also der Ladebildschirm läuft, das heißt aber gar nichts bei Omsi. So. Oh, es hat funktioniert. Was? Okay, dann Sittingen, Dienst, irgendwas. Anfang ZOB Sittingen 4. Da muss ich es aber auf 16 Uhr morgens stellen. Ja, ich weiß, es ist früh morgens. Warte mal, ist es gar nicht. 16 Uhr morgens. Ach, bin ich dumm. Naja. Sittingen. Ach du Scheiße. Welcher Dienst war das jetzt? Oh, fuck. Okay, ich finde das schon. Da ist er doch. 16.15 Uhr. Dafür muss ich dann jetzt erstmal die Türen schließen. Das ist schon mal hilfreich. Und das wäre dann... Upsala. Linie 66300. Und ich merke, dass ich wegfahre. Deswegen ziehe ich jetzt mal die Handbremse an. Was ist das denn? Der Bus bewegt sich von alleine. Jetzt ist er auf dem Bordstein aufgefahren. So, 51 Minuten. Nee, ich möchte... Stadtmitte? Ist das das? Das soll doch in einer Viertelstunde sein, du Pfosten. Ach so. Nicht 16, 6.05 Uhr. Aha.
So, jetzt haben wir 6 Uhr morgens, oder? So, das ist morgen. Das ist 6 Uhr morgens, das ist aber schon hell, ey. Realistisch. So, Sittingen, die. Da fährt nichts. Was zur Hölle ist jetzt wieder los? Da könnte ich ja kotzen. Da muss um 7 Uhr aber irgendwas fahren. Upsala. Da spawnt schon einer rein. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Das ist irgendwie komisch hier immer mit diesem Teil. Ich sehe auch im Hintergrund, wie der Bus umkippt fast. Hier. Es ist um 8:15 Uhr. Dauert noch ein bisschen. Route 02. ZOB über Reimannsweg? Ne, will ich auch nicht. Was? Ich bin wieder zu dumm zu dem ganzen Scheiß. 663 statt mit D. Linie. 13600. ZOB Sittingen. Nö. Route 01. Statt mit D. Da will ich hin. Okay. Dann müssen wir 73 Minuten vorstellen. Das ist ja über eine Stunde. 8 Uhr und jetzt noch 8:13 Uhr. Nee, das wäre dumm. 8:10 Uhr machen wir einfach erstmal. Dann können wir schon mal vorfahren. Sind es noch 5 Minuten. Okay. Okay, wo muss ich hin? An ZOB Sittingen 4. Bussteig 4. Fahren wir wieder durch das erste Mal durch. Kann ja noch fahren, wie ich will. Interessiert ja keine Sau. So, das hier ist 8. Das hier ist auch 8. So, hier einmal scharf reinblenken. Weil sonst fahren wir dran vorbei. Genau, ich muss hier in die erste rein. Du Arsch, willst du jetzt. Ihr Drecksfaulpelze. Ich wollte gerade schon zur Abschlusshymne anfangen und sagen hier, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Episode, aber ich wollte hier eine halbe Stunde Folge extra für euch machen. Weiß ich aber noch nicht ganz, ob ich das mache, weil sonst kackt unser Internet diese Nacht wieder ab. Und es geht dann einfach gar nichts mehr. So, ich würde einfach mal sagen, 25 Minuten. So. 1:08 Minute, das passt. Damit fahre ich noch einer rein. Nope, dann fahre ich damit ab. Das ist ganz gesund, wenn man ein bisschen was verfrüht abfährt. Ich finde es ja auch mega geil, wie hier der Verkehr fährt, ne? Mit den Gelenkbussen und alles. Ich finde das cool. So. Ich hoffe, dass wir bald auch unser neues Internet kriegen. Weil dann kann ich auch in einer höheren Bitrate hochladen und dann wird das alles viel besser. So, der dreht eine Ehrenrunde. Der da vorne, der Bus. Und wo muss ich lang? 663, normale Straße. Okay. Dann kann ich das schon mal was runterregeln. Sonst beschweren sie sich nachher nämlich wieder. Ja, ist meine Maus empfindlich. Ja. Ich muss mal gerade was, obwohl, nee, das mache ich gleich zwischen der Pause. Dann setze ich mir auf den Mausrad. Ach nee, Mausradklick ist ja umgucken. Stimmt ja, den kann ich mir gar nicht belegen. Mist. Sonst hätte ich mir darauf Ansicht zurücksetzen gemacht. So, kannst du jetzt mal. Jung. Komm schon. Ich weiß, dass du es kannst. Ah, okay. Sehr gut. Okay.
Okay, ganz vorsichtig. Da steht nämlich wieder dieses blöde Auto wie in der letzten Episode. So. Ah ja, ich möchte dir noch was anmerken. Das habe ich in Moonquest bereits gesagt, aber das hat ja keine Sau geguckt. Fuck. Wie soll man es sagen? Ich wurde von jemandem angeschrieben, der dann meinte, ja, kannst du mir das mal erklären? Warum sie funktioniert bei mir nicht? Leute, ihr könnt gerne Fragen stellen, die aber müssen auch irgendwie was mit dem Video zu tun haben, weil ich habe nicht die Zeit, jedem Einzelnen zu erklären, wie OMSI funktioniert. Leute, es gibt Google. So, und ich sage es jetzt ganz ehrlich, wenn mich einer blöd fragt, dann versuche ich natürlich schnell zu helfen. Aber wenn er dann immer weiter fragt, dann sende ich irgendwann Let me Google that for you Link. Und weil ich einfach meine Ruhe dann haben möchte. Und Let me Google that for you Link ist, die meisten kennen es wahrscheinlich, dann kommt man auf die Google-Seite und der tippt automatisch vor allem das Suchergebnis ein, was ich euch dann gebe. Ja. Ich möchte nur darum bitten, dass nicht ewig und immer danach gefragt wird, wie OMSI funktioniert. Es haben nämlich schon viele Leute geschrieben, dass meine OMSI-Map nicht funktioniert. Ja, Entschuldigung, ich bin nicht euer IT-Techniker. Ich weiß auch nicht, warum es bei euch nicht funktioniert. Bei mir funktioniert es, weil ich mich im Internet darüber schlau mache, wie es funktionieren könnte. Das größte Problem ist, ihr habt die meisten Objekte nicht installiert oder ihr müsst die Map über den OMSI-Editor konvertieren. Wie ihr das macht, guckt bitte im Internet nach. Bis ich das hier im Let's Play erklärt habe, sind das 5 Folgen. So, das ist die eine Sache und die andere ist, ja, wie soll man das sagen? Ich hatte das ja gerade eben schon mal angesprochen. Ich wünsche mir ein wenig was mehr Aktivität auf Mooncraft und ich hoffe, dass er da mal eine Rückmeldung gibt. Und ihr könnt auch gerne drunter schreiben, ne, gefällt mir nicht, aber dann bitte mit warum. Weil schlecht, dann weiß ich nicht, was ihr wollt, weil dann kann ich auch nichts besser machen. Deswegen, wenn ihr Mooncraft guckt, es euch einfach mal an, vielleicht gefällt es euch, ja. Ja, und sagt dann auch, wenn es euch nicht gefällt, sagt mir ruhig eure Meinung. Ich kann sowas ab. Nur gibt einen Grund dazu an. Sonst macht das irgendwie für mich auch keinen Sinn. So, dann hier mit diesem wunderschönen Thumbnail, was ich jetzt noch schießen werde. So haben wir es. Ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Die nehme ich jetzt direkt hinterher auf, damit ich es nicht wieder vergesse. Und ja, bis dann. Tschüss.